Jaden Yuki wird die Schule vertreten beim Duell der Vertreter. Er hat gegen Bestie Misawa gewonnen und ich habe jetzt versehentlich die falsche Unterkunft ausgewählt. Ja. Beziehungsweise, das ist ja gar keine Unterkunft. Warte, sind hier neue Gegner oder? Nee, den kennen wir noch nicht, aber mal gucken, vielleicht ist ja hier unten noch jemand. Ja. Nee, dann gehen wir wieder hier raus. Tut mir leid. Ich habe mich einfach verklickt. Ich wollte eigentlich den Tag beenden. Wir haben ja jetzt recht viele Punkte. Ich möchte, bevor wir ein weiteres Duell machen, erstmal wieder mit Bestien sprechen, damit wir quasi die tägliche Routine wieder erfüllen. Dafür gehen wir ins Zimmer. Es sieht recht gut aus, dass wir Bestien als Partner bekommen beim Tag Force Turnier. Ich bin mir gerade unsicher, wie viele Herzen wir jetzt schon sammeln konnten. Ich meine, das waren schon fast 7, ne? Ich möchte da einmal kurz nachgucken, mal schauen. Was sagt er denn? Uiuiuiuiuiuiui. Es sind fast 8, also es fehlt nur noch, ja, ein Dreiviertel Herz. Dann ist Bestie Misawa unser Partner beim Tag Force Duell Turnier. Und ich bin auch in der Hoffnung, dass wir dann die Tage überspringen können bis zum Turnier. Ich werde hier erstmal den Tag beenden. Und wenn wir dann morgen wieder mit Bestien sprechen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Sandwiches wir noch haben. Eigentlich müssten wir noch genug haben. Wir haben eine Message und zwar von Bestie Misawa. Danke für den Gefallen. Wir sollten uns noch einmal unterhalten. Können wir gerne machen. Ich komme schon vorbei. Erstmal gucken, wie viele Sandwiches wir noch haben. Sonst müssen wir da nochmal ein paar kaufen. Du bist mein Versuchskaninchen. Mal gucken. Nur noch ein Sandwich. Daher müssen wir erstmal zum Laden. Warte, wir könnten erstmal die Katze Pharao holen. Die müsste sich hier aufhalten. Bei der gelben Unterkunft. Ist ja eigentlich üblich, dass die Katze dort immer steht. So ist es auch heute. Hi, ich will hier nicht rauslaufen. So. Da ist die Katze. Reden, kommst du so mit oder willst du ein Sandwich? Hast du Hunger vielleicht? Ja, komm. Ich sehe gerade, du hast echt Hunger. Daher gebe ich dir einfach mal das Karotten-Sandwich. Ich bin so großzügig. Bitteschön. Danke. Die Katze folgt uns. Okay, gehen wir in den Laden. Vielleicht haben wir Glück und ziehen jetzt nochmal das goldene Eier-Sandwich. Das wäre ziemlich cool. Aber eigentlich wäre das gar nicht mehr notwendig. Denn die Freundschaft zu Bestien ist ja bald voll. So. Hallöchen. Möchtest du ein Sandwich? Nur 50 DP pro Stück. Immer noch ziemlich teuer. So, da sind ziemlich gute Sandwiches, glaube ich, dabei. Schokoladen-Sandwich erhalten. Bitteschön, danke. Das war es aber noch nicht. Und dann werden wir gleich auch wieder zu Bestien gehen und ihm ein Sandwich geben. Tomaten-Sandwich. Muss mal kurz meine Liste wieder rauskramen, welche Sandwiches denn Bestien so mag. Ich glaube, Tomaten-Sandwich war da gar nicht drauf. Bin ich mal kurz am Lesen. Nee, sind einfach ein paar noch nicht gelistet, die wir jetzt noch nicht hatten. Hab das ja alles gut aufgeschrieben. Das hier mag er auf jeden Fall. Koch-Sandwich. Das ist gut. Aber wir brauchen mehr. Immer mehr. Wir gehen immer weiter. Vielleicht könnten wir uns auch gleich ein Booster Pack kaufen. Wäre doch mal wieder ganz cool. Knoblauch Sandwich. Ich möchte mal wieder ein Sandwich bekommen, das ich auch gerne haben möchte. Ich hatte doch mal so eine kurze Zeit, da war ich da recht gut drin. Ich möchte das Würstchen Sandwich hier. Oder dieses Leber Sandwich. Nee, warte. Salat Sandwich möchte ich gerne haben. Momento, ja, Salat-Sandwich. Ich glaube, das mag Bestien recht gerne. Man muss sich nur konzentrieren, dann gelingt das auch. Okay. So, noch eins.
Jetzt die Karte. Nee, das hat nicht geklappt. Scheibenkäse-Sandwich. Jetzt bin ich aber auch ehrgeizig. Daher, das sollte mir jetzt gelingen. Mal gucken, ob das so klappen wird. Die Karte, bitteschön. Kellner, die Karte bitte. Einfaches Sandwich. Und dort drin ist... benommener Engel. Okay. Den kennt man aus dem Anime. Aber war das da nicht irgendwie sensiert? Hieß da nicht irgendwie... irgendwas mit scharfer Soße? War das so? Weiß ich gar nicht so genau. Ich meine schon. Ah, das sollte jetzt erstmal reichen. Und jetzt bin ich erstmal ein bisschen gespannt, was dort so alles noch so gekommen ist bei den Boostern. Vielleicht ist ja irgendwas Neues gekommen, aber eigentlich kann das nicht sein. Alles beim Alten. Das Booster-Pack wäre für uns interessant und auch noch das hier. Beide sind heute ausverkauft. Das ist natürlich schade. Ist das Pack neu? Das sieht irgendwie neu aus, Ritualtanz. Ich kaufe einfach mal drei Exemplare. Alle guten Dinge sind drei. Warum denn nicht? Hier brauchen wir noch die 80%. Haben wir auch schon fast geschafft. Daher kaufen wir hiervon 4 Stück. Waren das jetzt schon 4? Ich meine schon. Bin mir jetzt allerdings unsicher. Wir brauchen die 80%, um neue Booster Packs freizuschalten. Also unten rechts ist ja so eine Prozentzahl, 76%, und dort muss eine 80 stehen, damit wir neue Booster Packs freischalten. Und ich meine, das muss bei diesen drei Packs so sein. Also wo Kuribo drauf ist, die Zauberhüte und Fusionstor. Mal gucken, ob wir Glück haben. Ich beschleunige das Ganze. Das sind... Oh, dunkles Magiermädchen. Eine ultraschöne Karte. Werden wir uns gleich nochmal genauer angucken. Kaibermann, auch richtig gut. Richtig, richtig stark. Kann man als Tribut anbieten und dann kann man direkt den blauigen weißen Drachen spielen. Und nochmal das dunkle Magiermädchen. Was für ein Glück heute. Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn los? Ich bin wiederum auch gespannt, ob jetzt gleich die 80% erreicht wurden. Und wir uns dann schon ein neues Booster-Pack kaufen können. Wäre doch ziemlich interessant. Also scheinen auch neue Karten dabei zu sein. Zwar auch ein paar, die man schon kennt. Weil es ist halt so, dass man ja auch Karten doppelt bekommen kann. Und ich hoffe wiederum, dass wir jetzt die 80% gleich erreichen. Sonst quälen wir uns, glaube ich, nur. Ich bin aber auch gespannt, was in diesem Ritualpack drin ist. Die sieht auch ziemlich cool aus, die Karte. Weil für die Ritualmonster gibt es ja auch noch solche extra Karten. Solche Flipkarten, meine ich. Ja, zum Beispiel die. Die werden wir uns auch noch gleich nochmal genauer angucken, weil das ist gar nicht so schlecht. Wo ist die Karte noch gleich? Ist hier unten? Ja, hier. Senju der 1000 Hände. Die kann als Effekt, wenn diese Karte als Normal- oder Flip-Beschwörung beschworen wird, kannst du eine Ritualmonsterkarte aus deinem Deck wählen, sie deinem Gegner zeigen und deiner Hand hinzufügen. Das ist natürlich ziemlich cool. Da gibt es noch eine bessere Karte, die auch Monster... Nee, warte, Zauberkarten. Also Ritual-Zauberkarten auf die Hand holen kann. Und Ritualmonster gleichzeitig. Also eine von den beiden. Das ist natürlich ziemlich cool. Und jetzt schauen wir uns das... schwarze Magiermädchen an. Wo bist denn du? Hallo? Bist du noch da? Oder bist du gegangen? Also wirklich, wo bist du denn jetzt? Hier ist Kaibermann, auch eine coole Karte. Schwarzes, ja hier, schwarzes Magiermädchen. Eine super schöne Karte. Also für ein dunkles Magierdeck hätten wir diese Karte gebraucht. Ja! Haha, wir haben hier drei Packs freigeschaltet. Ich dachte, wir schalten nur ein Pack frei.
Und da sehen wir hier Sakuretsu-Rüstung. Diese Karte wollen wir unbedingt haben. Daher werden wir jetzt auch diese Möglichkeit nutzen und diese Packs hier kaufen. Ich sag mal, 5 Stück. Und ich bin natürlich auch gespannt, was in diesem Jinzo-Pack drin ist. Daher fühle ich mich gezwungen, hier auch 2 Stück von zu kaufen. So, somit haben wir noch 300 DP und müssten uns dann bald wieder duellieren. Oh, was war das für ein Magier? Ultra geil. Superschöne Karten und jetzt bin ich in der Hoffnung, Sakuretsu-Rüstung, warum denn nicht? Komm schon, ich brauche ein paar neue Schuhe. Oder auch Sakuretsu-Rüstung würde mir reichen. Sind viele schöne Karten dabei. Was hast du noch so im Angebot? Auch Sakuretsu-Rüstung? Komm schon, ist natürlich eine super seltene Karte dort drin. Aber wäre doch toll, wenn wir diese Karte bekommen würden. Haben wir nicht bekommen. Und das ist schade. Na komm. Jetzt müssen wir auch ein bisschen sparen, daher. Nicht, dass wir morgen keine Sandwiches mehr kaufen können. Oder besser gesagt, falls wir dann noch nicht die Freundschaft voll haben bei Bastian, aber eigentlich müsste das schon ausreichen. Wir gehen zu Bastian, mal gucken, was er so sagt. Vielleicht ist er ja positiv gestimmt und möchte jetzt schon unser Partner werden. Wer weiß das schon? Ah, okay. Hi. Was gibt es so Neues? Hey Wilke, in meinem Deck ist eine seltsame Karte. Ich glaube, es ist eine weiße Magierin. Pikeru, schau mich nicht so an. Ich habe sie nicht geklaut oder sowas. Wirklich, es ist nicht so, wie es aussieht. Er scheint diese Karte sehr schön zu finden. Miau, hey Pharao. Worüber willst du reden? Nicht Gerüchte, Hobbys, würde ich sagen. Bist du sicher, dass ich mit dir reden kann? Ja, ihr habt euch super unterhalten. Und nun folgendermaßen erhältst du Sandwiches von mir. Ein Salat-Sandwich, ich glaube, das magst du ziemlich gerne. Was, du gibst mir dieses Sandwich? Wirklich, danke, ich nehme es, Kakao. Salat-Sandwich? Ich liebe es, danke, dann probieren wir es ein weiteres Mal. Wie wäre es mit Knoblauch-Sandwich? Ich glaube, das magst du auch. Doch, müsste eigentlich so sein. Ich lese das mal nicht mehr vor. Das mag er und wieder mal kam das Geräusch im Hintergrund. Ich würde es daher noch einmal ausprobieren. Schokolade, da bin ich mir jetzt unsicher, aber das hier mag er auf jeden Fall. Scheibenkäse-Sandwich, bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Habe ich aber, glaube ich, bei... Ja, habe ich bei positiv aufgeschrieben. Also ich kann euch nur empfehlen, so eine Liste zu führen, damit man hier nicht so viele Fehler macht. Und jetzt gerade kommt relativ oft dieses Signal im Hintergrund. Daher möchte ich das gerade auch nutzen, um ihm ein paar Sandwiches zu geben. Das einfache Sandwich mag er auf jeden Fall. Bitteschön. Jetzt kam kein Signal, daher hören wir auf. Warte mal. Seht ihr dort unten die Fragezeichen? Bastian, hast du etwa ein neues Deck? Bastian hat ein neues Deck. Er hat gegen Jaden verloren und hat somit sich wahrscheinlich umentschieden mit seinem Deck und oder vielleicht ein anderes Deck gewählt. Und das würde ich schon gerne bekämpfen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke, ich beende erstmal den heutigen Tag. Oder warte, wir schauen uns erstmal den Kalender an. Den Kalender, den Kalender. Was wird uns noch so erwarten? Erst in einer Woche ist das Schulduell, wo Jaden dann antreten wird. Die dritte Prüfung ist hier und es kommt noch einiges auf uns zu. Ich bin mal gespannt. Morgen ist ja Samstag. Und dann ist ja wieder Sonntag und dann haben wir wieder diesen Sonntag mit Bastian, dieses Duellturnier. Oder Turnier, warum nenne ich das eigentlich immer Turnier? Ach, ich weiß es nicht. Ich denke, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Ich werde gegen Bastian kämpfen, gegen sein neues Deck, das lasse ich mir nicht nehmen. Und ich bedanke mich, ja, fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dann, erstmal ciao.